Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch mit Wolfgang Herles für den Sandwirt-Televisor. Wir sprechen über sein neues Buch Mehr Anarchie, die Herrschaften, eine Anstiftung. Und wir kommen jetzt wirklich allmählich ans Eingemachte auch, nämlich den Begriff der Anarchie. Der Deutsche an sich hat ja mit dem Begriff Anarchie relativ einige Probleme, könnte man sagen. Ich erinnere mich immer an Lenin, der sagte, wenn der Deutsche eine Revolution macht, dann oder irgendwie einen Bahnhof, glaube ich, besetzen will, dann löst er zuerst eine Bahnsteigkarte. Ja, Ich glaube, etwas, das was es trifft wahrscheinlich das, auch nur ja. in Deutschland gegeben hat. Diesen Witz, ne? Genau. Also da kann man sich natürlich dann die Frage stellen, ist der Deutsche überhaupt für Anarchie gemacht oder widerstrebt ihm das, also dieser Harmoniekonsensbedürftigkeit, die in Deutschland tatsächlich sehr groß ist, so stark, dass das eigentlich ein frommer Wunsch bleiben muss? Ja, in Deutschland ist Anarchie nur als betreute Anarchie vorstellbar, schreibe ich in dem Buch. Es zielt, also erstens, Anarchie ist ein Synonym von freiheitlich. Ja, je enger es wird, je mehr der Deutsche spürt, wie der Lebensraum ihm genommen wird, wie ihm immer mehr vorgeschrieben wird, bis in die privatesten Sachen hinein, wie oft er duschen soll, was er essen soll, was er nicht essen darf und so weiter, mit welchem Verkehrsmittel er sich bewegen darf. Sobald er merkt, es wird eng, wird er auch so einen unausrottbaren ein Freiheitsgefühl in sich wiederentdecken. Das würde ich gerne, dass das so ist. Ich möchte ihn anregen, doch auch auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und nicht nur auf das, was man ihm sagt, was gut ist. Typisch deutsch ist, dass der Deutsche glaubt, die Ordnung oder irgendeine Ordnung sei sozusagen schon ein Selbstzweck. Ja? Die Ordnung als Sinn. Besser das als gar nichts, Ja, angeblich. er sieht in einer Ordnung einen Sinn. Das ist natürlich vollkommen blödsinnig, weil es kann ja auch eine Ordnung einem ganz falschen Ziel dienen. Aber der Deutsche glaubt an eine Ordnung. Deswegen gibt es auch kein Land auf dieser Welt mit mehr Vorschriften, etwa im Steuerrecht. Es gibt kein Land auf dieser Welt mit einem derart fanatischen Bürokratismus. Ja, Bürokratie ist ja nichts anderes als die Manifestation einer angenommenen Ordnung. Dass die Grünen, die immer von, genau wie alle anderen Parteien, von einer Entbürokratisierung sprechen, mit jedem einzelnen Gesetz nur noch mehr Bürokratie produzieren. Neuester Beispiel, diese Neuordnung des Kindergelds, ja. 5.000 Stellen müssten erstmal geschaffen werden, bevor ein einziger Euro umverteilt werden könnte an Leute, die Kinder haben. Also diese immer mehr Bürokratie ist natürlich sozusagen der eiserne Handschuh, mit dem die Regierung den Bürger greift. Und wenn der an die Ordnung glaubt, spürt er nicht den eisernen Handschuh, sondern er glaubt, das ist das Natürlichste der Welt, dass alles seine Ordnung hat. Man kümmert sich um ihn. Irgendeiner muss diese Ordnung ja vorgeben und dann ist es gut. Dagegen bin ich. Ich bin dagegen, dass man wieder seinen eigenen Verstand gebraucht, dass man nur noch das unbedingt Nötigste dem Staat an Gefolgschaft entgegenbringt, dass man Widerstand leistet im Sinne von sich bestimmten Dingen einfach verweigert. Das fängt beim Gendern an. Ich bin weder gezwungen, selbst zu gendern, noch bin ich gezwungen, irgendwelche Schriftstücke, irgendwelche Anweisungen entgegenzunehmen, die gegendert werden. Ich bin nicht bereit. Covid war für mich auch so ein Kipppunkt, wenn man das schöne grüne Wort benehmen darf. Ein Kipppunkt, wo ich merkte, der Staat ist eigentlich mein Gegner. Ja, der steht nicht auf meiner Das Seite. ist, glaube ich, vielen so Ja, gegangen auch. in dieser Zeit war der Staat mein Feind und da habe ich selbstverständlich gegen Gesetze verstoßen, meinen Geburtstag gefeiert, indem ich Leute eingeladen habe, was ich nicht durfte, spazieren gegangen bin, obwohl Ausgangssperre herrschte. Lauter solche Dinge. Also der Mensch darf sich nicht vom Staat als höchster Autorität in seiner Freiheit so beschränken lassen, dass er eigentlich nur noch ein Restleben führt, ja? Nur noch ein Leben, das darin besteht, folge ich richtig, bin ich der richtige Untertan, Ordnung ist das halbe Leben, Ruhe ist der Bürger höchste Pflicht,
solche deutschen Sprüche. Ja, sagt, muss ja, auch B sagen. Das gibt es nur in Deutschland. Dagegen stinke ich an, dagegen polemisiere ich. Da möchte ich den Leuten sagen, habt ihr noch alle Tassen, ja, dass ihr euch die so unterordnet? Ja. Also ein absolut verständlicher Aufruf, der natürlich sich an zwei Feldern, wenn man so will, bricht oder brechen könnte. Auf der einen Seite, Sie sind ja sehr, sehr konkret, Sie erwähnten es ja auch gerade, Sie würden ja auch eine Art deutsche Variante der Gelbwesten, der Gilets Jaunes ja durchaus auch befürworten, rufen ja auch dazu auf, zum Beispiel gegenderte Dokumente eben nicht zu produzieren oder zu akzeptieren und so weiter. Es sind ja sehr viele sehr konkrete Vorschläge, die ich also auch den Lesern wirklich nur empfehlen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Die Frage ist natürlich, dass das ja nicht nur gar nicht so einfach ist, sondern auch gar nicht so ungefährlich geworden ist mittlerweile. Also wenn man so die verschiedenen Nachrichten hört, die einem jetzt nicht aus den Medien, sondern aus dem persönlichen Umfeld entgegenschallen, sieht man, dass man natürlich selbst kleine Bereiche des Widerstandes oft sehr teuer bezahlen muss. Es gibt die Diffamation des guten Namens. Sie erwähnten ja eben, dass Sie jetzt ein böser Rechtsradikaler geworden sind. Bei mir ist es ähnlich. Also beim ZDF wäre meine Karriere zu Ende. Zum Beispiel. Aber ich bin halt nicht mehr beim ZDF, sondern ich bin pensioniert. Das ist sicher ein Vorteil, dass die alten weißen Männer können sich mehr erlauben als die jungen weißen Männer. Berufsmäßig, man kennt ja auch viele Beispiele von Leuten. Das ist schon wahr. Und außerdem, ich habe immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir plötzlich sind wir wieder gefragt, die wir anders denken, die wir nicht der Masse hinterherlaufen. Insofern ist das nicht gefährlich. Natürlich ist es kokett oder ist das provokant. Da gibt es ja den Verfassungsschutz, der die Delegitimierung des Staates als Beobachtungsgrund sieht. Ich rufe eindeutig dazu auf, den Staat zu delegitimieren. Aber in diesem Punkt ist das Buch leider schon veraltet. Jeder weiß, spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass sich dieser Staat selbst delegitimiert. Ja? Mhm. Also eigentlich müsste der Verfassungsschutz den Finanzminister unter Beobachtung nehmen. Ja. Tut er natürlich nicht, aber dadurch wird das ganze System unglaubwürdig. Und dadurch fühle ich mich auch längst nicht mehr auf einer juristisch schwierigen Seite, sondern ich glaube, es ist einfach notwendig, sich nur noch mit Spott und Hohn über diese Entwicklung herzumachen. Ganz sicher, aber Sie sagten natürlich auch, das tut er natürlich nicht. Also man sieht schon, dass gut, man mag auf jeden Fall die Legitimität auch auf seiner eigenen Seite haben, ganz deutlich auch mit dem Aufruf zum Widerstand, das ist klar. Aber es hat Kosten. Also ich kenne Menschen, die haben aufgrund eines Facebook-Posts ihren Job verloren. Es gibt Leute, die verlieren ihre Familie, weil die Familien den Druck nicht mehr ertragen können. Es gibt zunehmend Demonstrationsverbote, beziehungsweise man sieht, wenn die Richtigen demonstrieren, selbst während der Covid-Zeit, ist das kein Problem, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Wenn aber, sagen wir mal, die Schlechten zum Beispiel für die Familie gegen Abtreibung oder Ähnliches demonstrieren, dann gibt es massive Repressalien. Haben wir auch in Frankreich gerade gesehen, zum Beispiel bei den Demos gegen die Ermordung von Thomas und so weiter und so weiter. Also es hat Kosten. Also sagen wir mal so, ich selbst habe ja ein relativ ähnliches Buch geschrieben, Was tun, Leben mit dem Niedergang Europas. Ganz ähnlich, weil es auch einige sehr konkrete Handlungsempfehlungen gab. Aber eins meiner Kapitel hieß eben auch das Schlachtfeld wählen. Klingt vielleicht etwas hochtrabend, aber insoweit, als ich zunehmend verstehen kann, dass diese Wahl des Widerstandes, was wünschenswert wäre, dass alle sich zusammentun, wenn man so will, wenn man es naiv ausdrückt, aber es kostet natürlich etwas. Also man muss bereit sein oder man muss bereit sein, gewisse Kosten zu zahlen. Ja, früher nannte man das Zivilcourage, das galt nochmal als bürgerliche Tugend. Das ist immer noch eine bürgerliche Tugend. Auf jeden Fall, das ist es auf jeden Fall, aber es kostet natürlich heute mehr als vor 40 oder 50 Jahren. Ja, aber also wir leben ja nicht mehr in der DDR. Ja, also insofern ist das ein Preis, den zu entrichten man riskieren muss, wenn man will, dass dieses Land in die richtige Richtung geht. Absolut. Ja, und bevor ich enteignet werde, indem man mir mein Ersparnis weginflationiert und mich zwingt, teure Heizungen zu kaufen und nicht funktionierende E-Autos, da bin ich lieber sehr schnell
auffällig, verhaltensauffällig, als dass ich mir das einfach nehmen lasse. Es ist ein Akt der Notwehr, wenn Sie so wollen. Und da frage ich nicht mehr nach den Kosten, das ist, sondern das verrechnet sich schon mit dem, was ich mir möglicherweise davon einhandle. Also das andere ist, das politische System ist natürlich reformationsbedürftig. Wir haben darüber schon geredet, die Berufspolitiker sind zu stark, es gibt zu wenig Austausch zwischen den gesellschaftlichen Gruppen in die Politik und wieder raus. Alles klar, aber ich kann mich nicht dazu bereit finden oder ich finde keinen Sinn darin zu sagen, wähl doch lieber die Partei B statt die Partei C und vielleicht gibt es eine Koalition zwischen A und D und dann wird alles gut. Nein, so einfach ist das leider nicht. Aber schauen wir uns in Europa um. Es sind ja viele traditionelle Parteien. Die christdemokratischen Parteien sind fast überall in Europa verschwunden. Warum? Weil sie sich so dämlich verhalten haben wie die CDU. Die Deutschen sind ein bisschen konservativer, die halten daran fest, an dieser Vorstellung der Volkspartei. Es wird aber ganz andere Parteien geben, die Freien Wähler. Ja, also der Erfolg der Freien Wähler in Bayern zum Beispiel halte ich für, obwohl man versucht hat, den Aiwanger da mit seinem Flugblatt aus Kindertagen hinzuhängen, hat es nicht funktioniert. Die sind gewählt worden. Es wird mit Sarah Wagenknecht, wir brauchen ja auch Linke, wir brauchen auch Parteien der kleinen Leute. Da wird es aber ganz neue geben. Die SPD ist keine Partei der kleinen Leute mehr. Also bin ich froh, dass es die Frau Sarah Wagenknecht gibt. Die wird es vielleicht in den nächsten Bundestag schaffen. Mhm. Es wird noch andere Parteien geben, die sich möglicherweise gründen. Also die Parteien, die nicht in der Lage sind, sich zu ändern, zu reformieren, die werden vielleicht gezwungen werden, sich zu ändern dadurch, dass es einfach eine andere Konkurrenz gibt. Das haben wir ja auch in Frankreich sehr stark gesehen. Also ich bin immer aufgewachsen noch mit dem Postulat, Frankreich ist ein Zwei-Parteien-System, wo wir eigentlich faktisch Les Socialistes auf der einen Seite und Les Républicains auf der anderen Seite haben. Das ist eigentlich fast schon wie im Vereinigten Königreich hieß es lange. Und heute sehen wir, dass beide de facto verschwunden sind. Die Sozialisten haben nur noch ein Schattendasein. Die Republikaner kämpfen um das Überleben. Und an ihrer Stelle hat sich in relativ kurzer Zeit ein ganz neues Parteiensystem etabliert. Also da könnte man natürlich auch für Deutschland etwas Ähnliches erwarten. Das führt mich aber zu der Frage, ein Begriff, den Sie ja häufig erwähnen, der auch in dem Buch sehr, sehr, sehr häufig auch erscheint, ist natürlich der des Bürgers. Der ist natürlich zentral für diese Vorstellung einer liberalen, libertären, sogar freiheitlichen Demokratie. Jetzt aber böse nachgefragt, gibt es den denn überhaupt noch, diesen Bürger? Also nachdem der Mensch gerade in Deutschland durch ein zutiefst ideologisiertes Schulsystem und Mediensystem und Universitätssystem durchgegangen ist, nachdem letztlich der Mittelstand ja nun auch weitgehend ausgerottet worden ist, anders kann man es ja gar nicht mehr ausdrücken, gibt es denn diesen Bürger überhaupt noch, der ein solches System mündig und aufgeklärt gewissermaßen tragen kann? Oder sind wir nicht schon längst irgendwo angekommen, wo wir nur noch eine breite Masse von zunehmend posthistorischen Menschen zu tun haben, denen das alles egal ist, denen die Grundbildung letztlich fehlt, ihren eigenen Sitz im Leben oder ihren eigenen historischen Sitz zu begreifen, die noch nicht mal aus Überzeugung, sondern nur aus Konformität das wiederholen, was gerade so in der Luft schwebt als leitende Ideologie, die aber eben keine aktive gestaltende Rolle mehr. Also müssen wir nicht gewissermaßen, bevor wir überhaupt uns um Politik kümmern, uns eher um ein massives Erziehungsprogramm kümmern, überhaupt dieses Bürgertum erneut zu schaffen? Also das sind jetzt zwei Fragen. Die zweite ist die interessantere. Ich glaube, dass die eigentliche Bildungskatastrophe nicht eine Frage bestimmter Mangelerscheinungen an den Schulen und Hochschulen ist, sondern dass es viel tiefer geht. Ich glaube, dass der Mangel an Bildung den Wähler, jetzt sage ich mal Wähler statt Bürger, obwohl das bei mir fast ein Synonym ist, also der wählende Bürger, der Souverän, der wird dumm gehalten von den Medien, von der Politik, der versteht immer mehr, der delegiert immer mehr, der lässt sich heute, man spricht ja auch von Postdemokratie inzwischen, in der Wissenschaft ist es unwidersprochen, dass wir in einer Postdemokratie leben, in der bestimmte Gruppen wie die NGOs mehr zu sagen haben als die Bürger. Ne? Also dagegen wehre ich mich. Es gibt ja auch den Spießbürger, den gab es auch die
die Zeit stammt aus dem, der Begriff stammt aus dem Wilhelminismus. Das ist der Untertan, der sich aber als Obertan fühlt gegenüber den Bürgern, die nicht so in die Richtung denken, wie er es gern möchte. Also für mich sind die Habecks-Bürger Spießbürger, das sind die neuen Spießbürger. Typische Philister. Also auch da sehen wir den Begriff des Bürgers wieder. Aber ich habe den Bürger auch gewählt als Synonym für, ich möchte das nicht auf die Bio-Deutschen beschränken, das nicht. Aber auf die Leute, die hier ein Staatsbürger sind. Da entdecken wir den Begriff wieder. Ich meine die Staatsbürger, ganz einfach. Wer auch immer die Staatsbürger sind und woher sie auch immer kommen, aber Staatsbürger, die zu wählen haben, die deshalb souverän dieses Landes sein sollten, das sind die Bürger. Und die müssen sich Gedanken über die Zukunft ihres Landes machen, ganz einfach. Ja. Auch da ist es ja bezeichnend, etwas, was mich gerade in den deutschen Medien immer am meisten ärgert, ist, dass dieser Begriff des Bürgers ja nicht mehr existiert. Er fällt ja nicht mehr. Man redet immer nur noch, die Menschen fordern, die Menschen in diesem Land, die Menschen wollen das. Ich finde, das ist so semantisch eine sehr interessante Ganz furchtbar, von den Menschen zu sprechen. Das impliziert ja, ich habe keine Meinung. Ja, ich spreche nicht für mich, ich spreche für die ganze Menschheit. Ja, ja. Das ist eine Anmaßung sondergleichen. Ja, 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 natürlich. Es ist natürlich auch gewollt, weil es natürlich der kleinste gemeinsame Nenner ist, unter dem sämtliche Konflikte, die durch Identitäten auch. Ja, aber es gibt nur noch Menschen. Es gibt nur noch Menschen. Ja, also ich meine, der Mensch ist, das Wort Mensch benutze ich nur im Gegensatz zum Tier. Ja, wenn ich Mensch sage, meine ich nicht die Tiere. Aber bei Schopenhauers Hund der Mensch ist. Aber das wird bei uns ist jeder spricht gleich und handelt und denkt gleich für die ganze Menschheit. Das ist eine moralisierende Perversion des Denkens. Diese Perversion des Denkens ist wahrscheinlich das schlimmste Übel in dieser Gesellschaft. Eine letzte Frage hätte ich noch für diesen Blog. Natürlich auch eine sehr schwierige Frage, aber glauben Sie, dass das gegenwärtige politische System, so wie es halt ist, aus sich selbst heraus organisch reformiert werden kann, Schritt bei Schritt? Oder braucht es eine Kollektiverfahrung, sozusagen der Moment T in der Zeit, wo man sagt, da geschieht jetzt etwas, ob das jetzt die Gelbwesten ist, ob das, was weiß ich, was man sich alles eben vorstellen kann als möglicher Moment, aber bedarf es eines disruptiven Erlebens, um etwas wieder in Gang zu bringen, das festgefahren ist? Oder glauben Sie, aus sich selbst heraus ließe sich das Ganze mit entsprechender Geduld wieder in die richtigen Bahnen lenken? Es gibt die Defätisten, die sagen, wir brauchen die Katastrophe und dann fängt es wieder von vorne an. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass wir schon genügend disruptive Ereignisse im Moment haben, ob sie die völlig verfehlte Energiepolitik nehmen, ob sie die völlig marode Infrastruktur nehmen, ob sie die Wohnungsnot nehmen, ob sie die Bildungskrise nehmen. Wir können das jetzt beliebig fortfahren. Es ist ja nicht eine Krise und eine zweite und eine dritte Krise. Es ist eine Megakrise, ein Teufelskreis aus allen Krisen zusammen. Also dieses Land, diese Regierung ist dysfunktional geworden. Das spüren die Leute. Und daraus wird sich die Mehrheit wird sich ändern und die Mehrheit wird auch in eine andere Richtung gedrängt werden, als das bisher ist. Da bin ich Optimist, sonst müsste ich ja solche Bücher nicht schreiben. Dankeschön, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Noch einmal also die Bewerbung für Wolfgang Herles Buch Mehr Anarchie, die Herrschaften, also sehr empfehlenswert. Vielen Dank für das Gespräch, hat mir also auch sehr, sehr, sehr gefallen, mehr über das Buch, Ihre Intentionen, Ihre Sichtweisen zu erfahren. Ich denke, das trifft sicherlich auch viele unserer Zuhörer zu. Vielen Dank jedenfalls, dass Sie dem Sandwirt-Televisor die Treue halten. Das war das freie Gespräch mit Wolfgang Herles. Vielleicht, wenn ein kleiner Werbeblock erlaubt ist. Wir sprechen ja viel über Widerstand. Der Sandwirt bezeichnet sich ja auch als das Magazin des konstruktiven Widerstands und ist entsprechend auch in eine neue Phase eingetreten, dass viele der Beiträge, die Sie bislang nur auf der Webseite wahrnahmen, nun auch in einer eigenen Schriftreihe verfügbar sind. Schauen Sie in den Shop des Sandwirts, da ist eben diese ganze Literatur verfügbar. Ich danke nochmal ganz herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen allen
einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.